Red Sen Zone. Yay! Hallo YouTube, das ist der Philipp von Red Sen Zone und heute seht ihr mich mal live in der Kamera. Und das Video trägt den Titel Hey, das geht ab! Und in diesem Video zeige ich euch, beziehungsweise werde ich euch mal erzählen, was halt gerade so auf meinem Kanal und meinem YouTube-Account insgesamt abgeht. Ja, finden wir erstmal, mal schauen, was habe ich denn für Themen aufgeschrieben? Erstmal auf den Zettel hier. Mal schauen. Ja, erstens danke für 449 Abonnenten mittlerweile. Vielleicht sind es auch 450 Grad geworden, während ich diese Schade hier erzählt habe. Und es sind mittlerweile nur noch 51 Abonnenten bis zu meinem Jahresziel. Dann wird auf jeden Fall ein riesen Giveaway folgen, denn ich habe mein Jahresziel zu ungefähr Hälfte des Jahres erreicht. Ja, und das ist eigentlich schon Hammer. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und das zeigt mal wieder, abonnieren lohnt sich. Und er hier würde sich auch über weitere 51 oder mehr Abonnenten freuen. Und ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Es geht mal wieder zum dritten Mal um meinen Minecraft-Server. Und erstens, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, okay, ich mache jetzt meinen Server ganz öffentlich ohne Whitelist. Und das Resultat war eine zerstörte Welt, eine Welt mit verbrannten Items. Die erste Welt, ich erzähle euch mal die ganze Story, war halt, dass es kam ein Typ namens Flying Dead drauf. Und der meinte halt, er müsste uns jetzt halt alle erstmal umbringen und uns alle Items klauen und dann sich ausloggen mit einem Administratornamen einloggen, weil er ja Minecraft wahrscheinlich gecrackt hat, war ja klar. Und dadurch alle Adminrechte hat und sich halt im TNT gecheatet hat, wahrscheinlich, und dann halt die halbe Welt in die Luft gejagt hat. Das ist nicht nett, das ist richtig schade. Und da dachte ich, okay, ich gebe euch nochmal eine zweite Chance und ihr habt ihr, also nicht ihr jetzt, ja, ihr sollt euch nicht alle persönlich angesprochen fühlen. Es geht nämlich um einen Typ namens Diabolo, also D14B0L0, und der hat alle Items verbrannt, die in den Truhen waren, inklusive 39 Diamanten, 364 Eisen, 64 Gold und massenhaft viel Kohle. Alles verbrannt, alle Tools verbrannt, alle Kisten leer. Er ist jetzt natürlich gebannt, aber das ist nicht toll. Und dieses bescheidene Kind war jetzt halt der Anlass dazu, dass ich eine Whitelist einführe, beziehungsweise Dark Dome Gamer eine Whitelist einführt. Und halt, jetzt kommen halt nur Leute, die ich gut kenne, drauf und von denen ich weiß, dass sie keine Griefer sind, kommen jetzt halt nur noch auf den Server drauf. Und da kann ich wenig dafür. Da müsst ihr Diabolo oder Flying Dead dafür heißen, aber nicht mich, okay? Ja, dann aber noch eine erfreuliche Sache zu meinem Server. Ihr müsst nicht mehr diese komische, komplizierte IP-Adresse angeben, sondern, also die ich auch, by the way, selber vergessen habe, sondern ihr könnt redscraft.minecraft.to eingeben. Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach und gut zu merken. Redscraft, eigentlich sehr kreativer Name, ne? Jetzt sind so Minecraft, ja. Und das heißt, ihr müsst nicht mehr diese komplizierte IP, die ich selber vergessen habe, eingeben. So, und dann der dritte und letzte Punkt. Zu Kommentaren. Also ich habe einige kuriose Kommentare jetzt gelesen. Vor allen Dingen bei meinem Feuerzeugtrick-Video, das mittlerweile jetzt schon locker ein halbes Jahr alt ist und wo ich auch noch ein bisschen jünger und ein bisschen unreifer war. Und ich gebe es ja zu, das Video ist scheiße. Aber ich lese jetzt mal einen Kommentar von Elektro1150 vor. Wow, wo ich das nicht gewusst habe, war es nicht mal in Antkisten. Wow, wo ich das nicht gewusst habe, was man kann. Was ist das für eine Schade hier, ja? Und dann schreibt noch Benjamin, ja? Wow, so ein Eid. Wer das nicht weiß, ist auch ein Eid. Also so ein, ja? Und was soll das, ja? Wenn ihr Kritik äußern wollt, dann äußert sie, aber beleidigt mich nicht persönlich, ja? Dann sagt doch einfach, wow, das haben schon viele gewusst, dann das Video ist sinnlos, macht doch mal, findet doch was Besseres heraus oder so, aber doch nicht solche scheiß Beleidigungen hier, ja? Und das finde ich ziemlich schade. Und
hier seht ihr nochmal die Kommentare. Und das hat mich nicht gefreut. Aber im Grunde kann es mir auch egal sein, weil es jetzt vielleicht 2 von 1000 Kommentaren oder so sind, die ich mittlerweile erreicht habe. Oder locker 2000, muss man schauen. Und ja, das war eigentlich ein Standpunkt zu den Sachen auf meinem Kanal, was da halt gerade so abgeht. Und ich fasse nochmal zusammen, wie ich es immer mache. Erstmal die Danksagung, ja, 450 Abonnenten, da freut er sich auch drüber. Und 50 Abonnenten bis zu meinem Jahresziel, ja, abgehakt. Dann eine neue IP in Minecraft und die dummen Griefer, aka Flying-Dead und D14B0L0, also Diabolo. Dann noch die Kommentare, ja, also äußert mal bitte bessere Kritik, ja, nicht so ein Dreck, ja. Und das war eigentlich das Video, der Standpunkt zu meinem Kanal. Hey, das geht ab und ich hoffe, bei euch geht auch noch viel ab und auch bei meinen Videos, bei meinem Kanal wird weiterhin noch was abgehen. Das war der Philipp Miller von Red Zone und ich bin jetzt raus.